zu einem neuen Video. Ich habe gerade eben den letzten Vlog beendet und starte direkt wieder, weil ich euch hier die Zeit einfach komplett mitnehmen will. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, ich bin gerade in Berlin in einer Content-Creator-WG. Wir kannten uns tatsächlich alle noch nicht davor. Ich teile mir mein Zimmer mit Bita, das ist mein Zimmer. Und wir gehen jetzt auf ein Event. That's my look. Die roten Schuhe matchen zu meinem roten Lippenstift. Und ich freue mich. Wir wissen gar nicht so richtig, was uns erwartet. Morgen geht es dann direkt weiter mit einem Workout und wir haben noch ein bisschen Programm die nächsten Tage. Also ich nehme euch dabei mit. Der Tag beginnt jetzt direkt mit einem Workout. Das hier ist mein Outfit. Und ja, wir machen uns jetzt eigentlich direkt auf den Weg. Wetter sieht heute super aus. Also, ich bin gespannt, wie das Workout wird. Wir wissen auch noch gar nicht, was wir machen. Okay, ich bin jetzt zurück vom Workout und Leute, es war so anstrengend. In letzter Zeit habe ich auch das Problem, mein eines Ohr geht einfach zu, wenn ich Sport mache. Ich muss es irgendwie mal beim Ohrenarzt abchecken gehen, weil das ist echt nervig. Ich höre mich auch jetzt die ganze Zeit doppelt reden. Aber wir haben einfach Zumba gemacht. Ja, damit habe ich irgendwie so gar nicht gerechnet. Kann ich auch nicht. Ich habe mein Bestes gegeben. Es hat Spaß gemacht. Und an sich, ich will wirklich mal was mit Tanzen ausprobieren, weil ich finde, also ich habe geschwitzt und aber nicht auf die Zeit geguckt und mir auch nicht so gedacht, boah, wann ist es vorbei. Deswegen muss ich das mal ausprobieren. Aber ich gehe jetzt schnell runter, denn ich will jetzt gleich was essen gehen und davor nochmal kurz ein Outfit anprobieren. Und ich nehme euch einfach dabei mit. Dann kann ich euch auch mal zeigen, wie es unten aussieht. In meinem ersten Vlog habe ich euch das zwar schon hier oben gezeigt. Und jetzt gehen wir mal runter. Also, das ist hier das Treppenhaus. Das werdet ihr schon auch bei mir auf Insta gesehen haben. Hier, das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Das ist das Wohnzimmer und auch der Workshop-Bereich. Und dann, auch gerade ist echt richtig tolles Wetter. Und hier ist dann auch der, also erstmal so haben wir hier einfach Fische als Haustiere. Schaut sie euch an. Dann sind hier die verschiedenen Marken aufgebaut. Und ich werde mir jetzt, ich habe nämlich diese beiden Sets hier schon im Blick gehabt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich rosa cooler finde oder blau. Ja, muss ich mir jetzt mal überlegen. Was sagt ihr? Das ist jetzt das Outfit. Ich finde es ganz süß. Zwar so ein bisschen Schlafanzug-Look, aber schon schön. Nelly und ich waren jetzt eben noch schnell was zusammen essen. Und jetzt werde ich eigentlich für den Rest des Tages heute noch Sachen bearbeiten. Ich habe sehr viel Content die letzten Tage hier gemacht. Und werde alles mal durchgehen, mein neues YouTube-Video schneiden. Also das wird dann der letzte Vlog sein. Ja, das steht jetzt erstmal an. Dafür werde ich mich jetzt einfach auf die Couch setzen. Ist eigentlich heute halt auch richtig schönes Wetter. Aber ich habe einfach jetzt, ja, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich sonst machen will. Vielleicht hole ich mir später nochmal einen Matcha. Ja, aber ja, stimmt, es hat echt richtig warm. Voll angenehm. Schaut mal, wir haben heute Besuch bekommen. Good morning, Leute. Es ist jetzt der nächste Tag. Heute ist Dienstag und ich bin nur noch bis Freitag hier. Es ist irgendwie krass, wie schnell diese Zeit hier auch rumgeht. Heute um 15 Uhr ist ein Workshop geplant. Da lernen wir was über KI-Design. Finde ich auch richtig spannend, weil ich mich da bisher wirklich gar nicht mit auskenne. Und wie man das halt aber auch nutzen kann, um damit coolen Content zu machen. Also mal schauen. Und ansonsten gehen Nelly und ich gleich erstmal was frühstücken. Ich wollte nämlich schon die ganze Woche unbedingt zu diesem einen Restaurant und wir haben es bisher immer noch nicht geschafft, aber heute ist der Tag. Aber ansonsten, ich merke, ich finde es richtig cool hier, aber mir schwirren gerade immer noch so viele Gedanken in meinem Kopf dazu, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich da auch mal ein komplettes Video drüber machen werde und ich glaube sehr viele, weil immer wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, die irgendwie in einer ähnlichen Situation gerade wie ich stecken, dann fühlen die das oder sagen mir immer, dass sie das halt sehr fühlen. Weil ich finde, es ist irgendwie schon manchmal überfordernd,
Und das sage ich aus einer super privilegierten Position, weil ich einfach viele Optionen habe. Aktuell bin ich also an einem Punkt, wo ich ein bisschen überfordert davon bin, was ich so als nächstes machen will, weil es super viele Dinge gibt, die ich an sich interessant finde, aber ich bisher bei nichts so richtig sagen kann, zu 100% will ich das so machen. Ich habe mich ja die ganze Zeit mega darauf gefreut, endlich jetzt Fulltime Social Media zu machen, aber habe auch wieder ziemlich schnell gemerkt, dass das einfach nicht für mich sowas ist, dass ich das 100% mache, dass ich auf jeden Fall noch was nebenbei brauche, weil, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, das ist jetzt ja gerade voll die Ausnahme, dass ich jetzt hier in Berlin mal mit Leuten bin, die das Gleiche machen, aber ansonsten zu Hause bin ich an sich so dann mit mir alleine und das ist jetzt auch, glaube ich, nochmal eine Ausnahmesituation, weil ich jetzt ja aktuell noch bei meinen Eltern wohne und wenn ich wieder ausziehen würde, dann wäre das auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber an sich beschäftige ich mich halt dann den ganzen Tag mit mir und meinem Content und es gibt immer was zu tun. Und ja, da glaube ich schon, dass es mir ganz gut tun würde, was nebenbei zu haben. Aber ob das jetzt ein Studium, irgendwie ein Teilzeitjob oder keine Ahnung was ist, das kann ich aktuell einfach noch nicht sagen. Und ich glaube auch im Endeffekt, oder ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, man muss die Dinge einfach ausprobieren, weil wenn ich die Zeit denke, komme ich eigentlich nicht weiter. Aber wenn ich ehrlich mit euch bin, dann mache ich das einfach gerade, dass ich halt die Dinge zerdenke und mir oder einfach Angst davor habe, auch eine Entscheidung zu treffen, aus der Angst, man könnte sie falsch treffen. Und eigentlich weiß ich, dass das Schwachsinn ist, weil egal, so im Endeffekt das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man merkt, dass es dann auch nicht das Richtige ist und sich dann nochmal neu orientiert. Und ja, gleichzeitig stresst mich, dass ich mir denke, boah, ich könnte so dankbar sein für das, was ich alles habe. Warum fühle ich es dann nicht zu 100% gerade? Ja. Aber das ist einfach so und das muss ich irgendwie akzeptieren oder das versuche ich zu akzeptieren. Aber ich dachte mir, vielleicht, wenn ich euch das so mal ein bisschen erzähle, dass es euch vielleicht weiterhilft. Gerade vielleicht, wenn ihr euch auch so in der Situation fühlt. Die 20er sind schon mega aufregend, aber ich finde, sie können auch sehr überfordernd sein. Und ja, deswegen, ich dachte mir, ich rede einfach mal kurz darüber. Wenn ihr wollt, dass ich ein komplettes Video mal dazu mache und euch so ein bisschen mehr darüber erzähle, könnt ihr mir das gerne nochmal schreiben. Aber, ja, bis dahin versuche ich einfach ein bisschen mein Ding zu machen und das jetzt hier auch nochmal richtig zu genießen, die Zeit, weil es auch echt gut tut, mal rauszukommen, mal ein bisschen was anderes zu sehen. Und auch super spannend, weil ich ja, wie ich auch schon am Anfang des Videos gesagt habe, die Mädels einfach gar nicht davor kannte. Und ich finde es einfach echt immer eine coole Erfahrung, vor allem wenn man sich dann auch so mehr kennenlernt, weil ich mag das überhaupt nicht, Menschen auf nur so einer oberflächlichen Ebene kennenzulernen. Und wenn man zusammenlebt, dann lernt man sich auf jeden Fall schon mal von der anderen Seite kennen. Deswegen ist es echt sehr cool und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, hier bei dem Projekt dabei zu sein. Wir haben ja gerade einen Workshop zum Thema KI-Nutzung bei der Content-Erstellung. Und ich dachte mir, vielleicht könnte es ganz spannend sein, ich nehme euch dabei mit. Deswegen habe ich mich jetzt gerade auch nochmal schnell umgezogen. Witzigerweise auch mein Outfit vom letzten Workshop. Und wir haben eine Idee, dass wir sozusagen immer unsere Klamotten dabei tauschen. Aber ich würde sagen, wir testen es einfach mal aus und ich zeige euch das Ergebnis am Ende. Okay, wir üben gerade. Das ist eigentlich nicht so schwer. Das ist nämlich unsere Inspo. Ich möchte Pen, ich möchte Bell, ich möchte Shirt. Okay, nice. The shoes match the pants match the shirt. Nee! The pants match the belt, the belt match the shirt. Okay. The shoes match the pants, the pants match the belt. The belt match the shirt. Nee, wir brauchen irgendwas anderes. Es ist zu nah. Ich sag match the belt. Ich hatte nicht eine andere Anfrage. Aber wir können jetzt natürlich trotzdem eingeben, was wir hier sehen wollen. Also welche Art von Schuh, welche Farbe, genau. Ich würde sagen, auf jeden Fall Sneaker, glaube ich, weil so High Heels würde so. Ich will High Heels. Vielleicht so graue Sneaker mal, oder? Ja. Oder, oder was ganz Kontrast, Schwarz können wir auch nehmen, oder? Schwarz?
Ist blöd? Oder dunkelgrün, grün, irgendwie sowas? Das ist wirklich übelst spannend. Das zögert auch mega heraus. Also ich sage auch schon mal von vornherein, es kommen auch immer ganz viele Resultate raus, über die man nur lachen kann. Deswegen ist es... Hey! Hey, wie cool! Was willst du haben, Nelly? Ja, ich will grün, das Linke. Es hat voll der geile Kontraste zu pink. Wir sind auf jeden Fall wild. Ja, Alter, aber das passt irgendwie zu deinem Outfit. Oh! Ja? Oh ja! Oh ja, das ist ein guter. Der Workshop ist jetzt durch. Wir haben unser finales Ergebnis. Ich werde es euch mal einblenden. Und es war richtig cool, mal was Neues auszuprobieren. Und vor allem, weil das sowas ist, mit dem ich mich halt sonst gar nicht richtig auseinandersetze. Selbst Bildbearbeitung mache ich ja gar nicht. Das Einzige, was ich mal wenn mache, ist halt ein bisschen heller oder dunkler von der Belichtung her. Aber that's it. Und ich mag das auch so, dass meine Sachen immer so nicht bearbeitet sind. Aber es ist trotzdem cool, auch einfach so Wissen zu haben. Und vor allem wäre es auch cool, das nochmal ein bisschen besser zu können. Ja, war auf jeden Fall heute sehr inspirierend. Und heute Abend gehen wir jetzt einfach noch zusammen was essen. Ja, ansonsten mal schauen. Und es sind einfach wirklich nur noch wenige Tage hier. Good morning, es ist jetzt gerade 8:30 und ich habe mich jetzt fertig gemacht, denn heute steht die Shopping Challenge an. Wir laufen jetzt hier gleich los und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und vor allem gestern habe ich mir das allererste Mal versucht, so Heatless Curls zu machen, beziehungsweise Nelly hat mir das gezeigt. Und es ist echt gut geworden. Ich weiß nur nie, ob ich Locken so an mir mag. Hier sieht man das auch nochmal ein bisschen besser im Spiegel. Ja, also es hat auf jeden Fall an sich funktioniert. Und das hier ist mein Outfit. Die Hose, ich muss bei mir bei den Namen gerade echt... Ja, doch. Die Hose ist von Stradivarius, das Top ist von Zara. Die Bluse ist von Broke & Schön. Witzigerweise haben wir dort jetzt auch unsere Challenge gleich. Tasche ist von Mango. Und die Schuhe sind Converse. Ich habe mich seit der Challenge ja gar nicht mehr bei euch gemeldet. Es war richtig cool. Wir waren da dann den ganzen Morgen, so bis 12 Uhr. Dann haben wir heute Mittag uns Sushi herbestellt, weil wir die ganze Zeit am Arbeiten waren, Content weiter geschnitten haben. Bin ich jetzt gerade auch noch dabei. Und dann hatten wir aber eben auch noch einen Workshop mit der CEO von der Brand, bei der wir hier jetzt gerade sind, also beziehungsweise bei der Agentur. Das war super interessant. Den Vortrag habe ich tatsächlich auch schon mal vor 2 Monaten gehört, als ich hier zu Besuch war. Und es war so toll, das alles nochmal zu hören. Also es hat mir richtig gut gefallen. Und ja, waren richtig interessante Ansätze dabei. Ich habe auch morgen nochmal ein Gespräch mit ihr. Und das finde ich so wertvoll bei so Projekten, dass man halt wirklich nochmal richtig viel dazulernen kann. Es wird noch ein bisschen weiter bearbeitet und geschnitten. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich euch so ein bisschen damit nerve, aber ich versuche das immer so mit einzubringen, um euch einfach auch zu zeigen, was halt auch so mit dazugehört. Weil es ist mega nice, die ganzen Sachen zu erleben. Aber das gehört halt auch mit dazu. Ich meine, der Content soll ja auch am Ende schön aussehen. Ja. Genau, und ich bin wirklich immer offen für Wünsche von euch. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare oder auch bei Instagram. Ich finde es immer richtig cool, wenn ich von euch dann Feedback bekomme, weil dann macht das Ganze noch mehr Spaß. Wisst ihr, was so krass praktisch auch ist, daran, dass wir diese WG haben? Ich habe jetzt gerade meinen neuen Instagram-Post vorbereitet. Mir fallen aber keine Captions ein. Und ich gehe jetzt zu Nelly und hoffe, die hilft mir damit. Nelly? Ja. Bist du wach? Ich dachte mir gerade, ich muss mal zeigen, was hier eigentlich so geil daran ist an unserer WG, dass ich hier jetzt herkommen kann und dich um Caption-Rat fragen kann. Oh ja. Ich brauche eine Caption. Ich habe einfach gerade mein TikTok hochgeladen und es wurde ohne Ton hochgeladen. No way. Ja. Nur meine ganzen Zensiersounds sind online gewesen und dann kam immer so. Aber wieso? Also ich muss gerade nochmal neu aufnehmen. Aber zeig mal, was willst du denn machen? Also das für die Kooperation. Die Bilder sind richtig nice. Also das passt ja übelst gut mit dem Hintergrund. Ne? Dachte ich mir auch. Oh, crazy. So, das Caption-Problem ist schon mal gelöst und erledigt. Und jetzt mache ich mich auf den Weg und treffe Celine. Und das ist wirklich das Coole einfach in Berlin. Ey, ich kann so spontan Freunde von mir treffen. Und treffe hier auch einfach mehr Leute, als ich zu Hause in einem Monat treffe. Treffe ich hier in einer Woche. Das ist schon krass. Ja, was mache ich da falsch, ist die Frage. Nein, aber ich finde es genau cool so, dass ich jetzt gerade
die Leute sehen kann und freue mich jetzt auch, Celine mal wieder zu sehen. Wir haben es jetzt nämlich auch schon länger nicht gesehen. Es ist jetzt heute der vorletzte Tag sozusagen, aber der letzte richtige Tag. Morgen ist dann eigentlich nur noch Abreise. Und ja, ich mache mich jetzt erstmal ready. Ich hatte heute Morgen ja schon einen Call. Ich glaube, davon habe ich ja gestern auch kurz erzählt. Das war sehr nice. Ja, hat mir auch nochmal weitergeholfen mit ein paar Punkten. Und ja, jetzt mache ich mich fertig für den Tag. Dann wollen wir heute noch ein paar Sachen an Content abdrehen. Und auch wenn es richtig cool hier alles ist, ich freue mich dann auch wirklich sehr auf zu Hause. Einfach um da auch nochmal abschalten zu können. Und weil es einfach auch sehr viel, ja, Content drehen war, sehr viel Videoschneiden und so. Alles, was dazu gehört. Und ja. One last time. Was machen wir heute? Lecker essen gehen. Wirst du mich vermissen? Ja, aber wir werden uns eh wiedersehen. Ja, bitte. Safe. Ich kann es ja noch gar nicht so richtig glauben. Es ist jetzt einfach Freitag und das heißt, es ist Abreisetag. Wir hatten gestern noch so einen richtig schönen Abend. Wir waren erstmal essen im Cocodrillo. Und danach sind wir noch in eine Bar gegangen und die war auch sehr nice. Und haben einfach den Abend zusammen mit den ganzen Girls verbracht. Und das war echt sehr, sehr schön. Wir hatten richtig viel Spaß. Und ja, dementsprechend haben wir jetzt auch ein bisschen länger geschlafen. Aber jetzt heißt es packen. Und ich weiß nicht, wie ich das wieder hinbekomme. Mein Koffer war schon davor am Limit. Und jetzt sind noch mal ein paar Sachen dazugekommen. Aber es wird schon. Let's go. Bita, wo ist das Problem? Ich weiß nicht. Ich sehe es gar nicht. Ich auch nicht. Meinst du, das geht so? Auf jeden Fall. Wie ist das passiert? Ey, ich weiß. Hey Leute, ich krieg den zu. Ihr werdet sehen. Wie willst du den zukriegen? Wir reden in 5 Minuten nochmal. Aber bei mir sieht es ehrlich gesagt nicht wirklich besser aus. Mein Koffer ist so voll und es sind noch so viele Sachen, die ich eigentlich einpacken muss. Noch die ganzen Sachen vom Bad. Hier liegen auch noch überall Sachen rum. Aber ich werde das auch hinbekommen. Leute, wir haben es geschafft. Was sagst du dazu? Herzlich. Ja, aber es war wirklich ein Pain. Also, jetzt ist hier alles rausgeräumt. Apropos, ist alles aus dem Schrank? Ja. Okay, besser ist es. Ich schaue noch einmal durch. Ja, das sieht gut aus.